Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video hier aus Hamburg. Heute haben wir einiges vor, wir werden uns vor allem die S-Bahn und den Hauptbahnhof anschauen. Aber zuallererst erstmal was anderes. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass im Vergleich zum letzten Video das Intro jetzt ein bisschen anders war. Also es wurde eine andere Musik verwendet und es wurde auch ein bisschen anders geschnitten. Das liegt einfach an der Folgensituation. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen, vor allem direkt beim ersten Video. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb im letzten Video wahrscheinlich übermäßig viel Werbung drin war. Man hat dann nämlich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, wenn das Video geclaimed wird und das ist der eventuelle Grund dafür. Ich hoffe, dass es mit dieser Musik funktioniert. Manche werden sie vielleicht erkennen. Wenn nicht, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit einer anderen Musik. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema. Wir wollen uns heute in dem Video den Hamburger Hauptbahnhof und die Hamburger S-Bahn anschauen. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ich gehe aber mal schon von aus. Und jetzt werden sich einige wahrscheinlich wundern. Also erstmal kam ja lange nichts mehr aus Hamburg. Aber die S-Bahn haben wir uns ja eigentlich schon relativ ausgiebig angeschaut. Vor allem den Citytunnel und vor allen Dingen auch die Verbindung über Dammtor, die Verbindungsbahn. Warum zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal? Das liegt einfach daran, dass wir uns hier gar nicht mehr in dem Hamburg befinden, was ich damals gebaut habe. Es wird nämlich komplett neu gebaut. Wir haben hier eine komplett neue Welt, sieht man auch daran, dass hier ein bisschen mehr Umgebung auch gebaut wurde. Wir haben einiges neues Zeugs, es ist noch nicht ganz so weit wie mein altes Hamburg, aber warum wird denn überhaupt Hamburg neu gebaut? Es liegt einfach daran, dass, das ist übrigens Tim HH, beziehungsweise Einsatz 112, der das hier alles baut, er sich ein bisschen darüber beschwert hat, beziehungsweise andere auch so ein bisschen, dass mein Hamburg ein bisschen zu unrealistisch war. Ich bin ja doch eher einer, der einfach nur das baut, worauf ich gerade Lust habe. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich Hangelow gerade baue. Und er hat halt gesagt, beziehungsweise nicht nur er, viele haben halt gesagt, sie würden es gerne realistischer haben. Und deswegen haben sie einfach, da ist er übrigens auch gerade in dem Moment auf den Server gejoint, alles klar. Und deswegen wird Hamburg halt nochmal neu gebaut, damit alles etwas realistischer wird. Und ich beschränke mich also ein bisschen jetzt mehr auf meine anderen Probleme. Das heißt, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Am Anfang fand ich es schade, aber mittlerweile finde ich es komplett in Ordnung. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch hier die U-Bahn. Die werden wir uns für dieses Mal noch nicht anschauen. Ich kann da mal kurz runtergehen. Die U-Bahn hatte ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gebaut. Die ist dann zum Beispiel komplett neu. Die befindet sich nämlich hier unten. So, fangen wir aber jetzt mit der S-Bahn an, beziehungsweise erstmal mit dem Hauptbahnhof. Wenn wir reingehen, sehen wir schon Folgendes. Es ist natürlich der Hamburger Hauptbahnhof. Man kennt ihn ja eigentlich. Wir haben dieses spitze Dach hier und wir haben auch, glaube ich, die realistische Anzahl an Gleisen. Das sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bahnsteiggleise auf der hier oben. Es sind natürlich 14, also unten gibt es noch ein paar Gleise bei der S-Bahn, beziehungsweise da hinten hinter der Wand. Das schauen wir uns gleich an. Man sieht auch schon, dass hier auch noch ein bisschen was fehlt. Also es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Allgemein muss ich auch sagen, jetzt hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir hier in Minecraft sehen, dass der Hamburger Hauptbahnhof dafür, dass Hamburg ja doch schon so eine sehr, sehr wichtige Stadt in Deutschland ist, ziemlich kleines irgendwie. Also wenn wir zum Beispiel andere Städte nehmen wie München oder ja, Berlin ist vielleicht auch so ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber es gibt viele Städte, die wirklich sehr große Hauptbahnhöfe haben. Bei Hamburg irgendwie nicht der Fall. Das ist auch der Grund, weshalb es auch immer so voll ist. Trotzdem natürlich ein ganz schöner Bahnhof eigentlich. Vor allem die Stelle hier hinten erinnert mich so ein bisschen an Lost Place. Also hier ist noch, fehlt noch ein bisschen was. Es müssen noch Läden gebaut werden, denke ich mal. Es wird auch die Wandelhalle gebaut. Die muss ich mal kurz suchen. Ich denke mal, dass tatsächlich dieser Part später sein wird, aber er ist halt noch nicht ganz fertig. Was euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, ist, dass wir tatsächlich realistische Schilder haben. Ist nichts ultra Besonderes. Ist einfach wahrscheinlich abfotografiert worden, beziehungsweise halt aus dem Internet runtergeladen worden. Und dann mit Hilfe von diesen Paintings, also mit der Immersive Paintings Mod heißt die, glaube ich, einfach hier eingefügt wurden. Das ist natürlich praktisch, also die Mod habe ich ist auch schon länger auf dem Server und ich habe die einfach nie so richtig benutzt, weil ich die nicht so richtig kannte, aber sie ist natürlich schon ziemlich praktisch. So, hier haben wir jetzt auch Regionalzüge. Ich frage mich, warum der gerade so weit hinten hält. Und der fährt nämlich nach Uelzen, das ist einer der Linien, die hier schon fährt, und zwar der MERE3, glaube ich, der nach Uelzen fährt halt. Und diese Linie habe ich tatsächlich auch schon im echten Leben schon ein paar Mal benutzt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wofür ME steht für Metronom. Das ist eine, ich weiß gar nicht, private Bahngesellschaft, die halt hier in Hamburg vor allem oder in allgemein Niedersachsen, die ganzen Regionalzüge bedient oder einige Regionalzüge auf jeden Fall. Und Metronome sind so, ja, bläulich gefärbt, glaube ich. Gibt es halt noch keinen Repaint für, ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Ich finde die roten eigentlich eh fast schöner. Beginnen wir nun aber mit der S-Bahn hier in Hamburg. Wir sehen schon, wir haben sogar eigene Displays für die S-Bahn, halt mit diesen Pits oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, kann man ja diese Anzeigen hier customizen.
Ich glaube, mittlerweile fahren ja auch schon alle Linien außer die S2. Also hier ist auf jeden Fall schon so ein bisschen was los. Die S3 endet momentan in Wilhelmsburg, das ist glaube ich da in der Nähe von Harburg. Und die S1 fährt auch schon bis zur Wandsbeker Chaussee. Ich weiß nicht genau, was wir uns heute anschauen, aber was wir jetzt als erstes machen, ist uns erstmal den Citytunnel anzuschauen, der nämlich jetzt hier noch nicht so lang ist. So, wir sind hier jetzt in der Tiefstation, beziehungsweise ich dachte immer, es wäre eine Tiefstation, ist es aber gar nicht, denn sie ist tatsächlich genauso tief wie hier die andere S-Bahn-Station. Das habe ich nämlich in meiner Welt damals falsch gemacht. Und hier fahren die Züge Richtung ja, Stadtinneren, sage ich jetzt einfach mal, Richtung Jungfernstieg, Landungsbrücken, da wo man eigentlich hin möchte als Tourist zum Beispiel. Und momentan fahren die Linien halt nur bis Jungfernstieg und die S5 endet hier, warum auch immer. Ach ja, genau, weil die ja über die Verbindungsbahn fährt, die noch nicht existiert. Das heißt, diesen Abschnitt bis Jungfernstieg werden wir uns mal als erstes anschauen. Aber vorher habe ich gerade entschlossen, machen wir nochmal kurz was anderes, denn ich werde mal kurz einfach so aus Spaß zu meiner anderen Hamburg-Welt mich rüber teleportieren. Denn wir haben die natürlich auch noch hier auf dem Server. Sie befindet sich immer noch hier. Ich weiß gar nicht genau, wo. Ich kann mal auf der Karte nachschauen. Sie befindet sich mitten im Nirgendwo. Ich habe jetzt hier nicht so viel markiert, aber hier ist Magdeburg und das neue Hamburg befindet sich hier unten. Und ja, hier ist natürlich alles gerade ziemlich chaotisch. Wir haben überhaupt keine Gleise. Wir haben nur ganz wenige, liegt auch daran, dass damals beim Serverwechsel alle Gleise entfernt wurden und wir dann hier nicht mehr weitergemacht haben. Ja, das war mein Hamburger Hauptbahnhof. Sieht auf jeden Fall, ja, sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Ist ein bisschen weniger Details mittlerweile. Aber an sich nimmt es sich nicht viel. Und hier haben wir dann den Citytunnel. Aber eine wichtige Sache, die ich noch. Oh, was ist denn hier eigentlich los? Das habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Nicht so wichtig. Es wird ja eh nicht mehr bebaut. Eine wichtige Sache. Und zwar hat Just Foxy hier damals die S-Bahn-Station tief gebaut und nochmal verbessert, weil ich habe die ja damals gebaut. Und sie hat nicht, sah nicht wirklich gut aus. Sie sah so ein bisschen aus wie ein Folterkeller fast. Und mittlerweile hat Just Foxy sie überarbeitet, beziehungsweise ist schon ziemlich lange her. Und leider kommt es jetzt gar nicht mehr so richtig zur Geltung, weil dieses Hamburg wird nie mehr betreten irgendwie. Und es ist jetzt hier quasi eine verlassene Geisterstadt, kann man fast schon sagen. Und dann haben wir hier eine ja, relativ schöne Station eigentlich. Und die Station, die wir hier in Hamburg haben, warte mal, ich muss kurz gucken und das finden. Da haben wir es. Die ist ja, ist zwar auch ganz gut geworden, aber die ist auf jeden Fall nicht ganz so detailliert wie die, die Just Foxy gemacht hat. Die sieht nämlich so aus. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg hier in den Citytunnel. Wir haben ja auf jeden Fall so ein Gleisanlagen, so ein paar. Und ich muss sagen, dass das hier wirklich nicht so gut aussieht. Also, ich denke mal, es wird auch nicht später so sein. Also, wir haben ja allgemein so ein paar komische, unnötige Huppel hier auf dem Gleisbett, ein paar scharfe Kurven. Ist jetzt alles noch nicht richtig final, muss man natürlich dazu sagen. Es wäre schon schön, wenn diese Gleisanlage hier nochmal überarbeitet wird, vor allem mit dieser Weiche hier. Ich gehe mal davon aber aus, dass es auch so dem sein wird. So, was war das gerade für ein Deutsch? Egal, wir fahren los mit der Bahn, beziehungsweise wir fliegen einmal durch den Tunnel durch und wir kommen zur Station Jungfernstieg, einer der wichtigsten Umsteigungen. Station hier in Hamburg. Jungfernstieg hält nämlich auch die U-Bahn, die wir uns heute noch nicht anschauen, aber ich kann es trotzdem noch mal kurz zeigen. Hier hinten befindet sich der Bahnsteig der U-Bahn, beziehungsweise die Bahnsteige der U-Bahn. Sind das schon alle? Ich muss sagen, ich kenne mich nicht so richtig aus, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Genau, hier hinten befindet sich noch ein anderer von der U3. Wo wir auch gerade schon eine U-Bahn drin haben, ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen was zeigen. Ist jetzt aber auch nicht ganz so wichtig, weil wir uns ja auf die S-Bahn fokussieren wollen. Das Besondere an dieser Station ist, dass wir hier so eine Art Mikroorganismenwand haben. Also jetzt in Wirklichkeit, hier kann man es auch so ein bisschen erkennen, aber es ist halt einfach in Minecraft schwer darzustellen. Wir haben hier einfach große Aufnahmen von Mikroorganismen bzw. irgendwelchen Bakterien. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann ja mal ein Bild an der Stelle einblenden. Und das haben wir hier natürlich so ein bisschen verdeutlicht. Allgemein, der Bahnsteig ist nichts Besonderes dafür, dass wir hier so eine doch wichtige Umsteigestation haben. Und hier oben geht es dann nach oben. Später ist dann hier, also weiß nicht, ob es später gebaut wird, aber theoretisch wäre dann hier die Alster, beziehungsweise halt der Jungfernstieg halt an der Alster. Und hier hinten irgendwo ist dann, glaube ich, das Rathaus. Das Rathaus ist auch ultra schön in Hamburg, muss ich sagen. Ich war letztens das erste Mal da und ich wusste gar nicht, dass es so besonders ist. Da hinten ist schon wieder der Hauptbahnhof. Ja, ich muss sagen, ich finde mich hier noch nicht so richtig zurecht. So, jetzt habe ich es auch begriffen. Das hier ist die Station Rathaus. Das heißt, hier ungefähr ist dann das Rathaus und der Jungfernstieg ist dann etwas weiter hinten hier bei der U-Bahn-Station hier.
Das war's dann auch schon mit der bisherigen Sektion des City-Tunnels. Machen wir nun weiter. Hier fährt übrigens gerade ein S-Bahn-Zug. Auf die Züge bin ich jetzt gerade nicht so richtig eingegangen, weil ich dir ja auch schon Hangelo gezeigt habe. Wir haben einmal diese Variante hier, die ich genauso auch in Hangelo benutze, obwohl sie natürlich eigentlich hierhin gehört. Das ist die Hamburger S-Bahn, die auch in Wirklichkeit ein sehr angenehmes Zugmodell ist auf jeden Fall. Und natürlich auch, ja, ich bin ja bei Kurven immer ein bisschen strenger, aber das hier ist schon relativ krass. Also, aber gut, ist es noch nicht so schlimm, man kann es auf jeden Fall überarbeiten und das sollte aber auch, denke ich mal, passieren. So, erstmal beim Thema bleiben, wir haben hier diese Variante, ich weiß nicht, 490 heißt die, glaube ich, aus den Kommentaren habe ich das mehrmals gelesen, aber es gibt auch noch die 474, glaube ich jedenfalls, ich hoffe, ich verspreche mich da nicht, beziehungsweise ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, die jetzt, glaube ich, auf der S5 momentan fährt und die werden wir wahrscheinlich auch noch im Verlauf des Videos sehen. Genau, machen wir nun weiter. Ich denke mal, wir werden uns jetzt den Abschnitt der S1 bis Wandsbeker Chaussee beziehungsweise bis Hasselbrock anschauen. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, in welche Richtung es geht. So, und wir sind auch schon an der nächsten Station Berliner Tor angekommen, der doch auch schon eine relativ wichtige Station hier in Hamburg ist. So, ich muss erstmal kurz wieder mich zurechtfinden. Und ja, wir haben schon ein bisschen an der Gleisanlage gesehen. Ich denke mal, wir sind uns alle einig damit, dass das hier jetzt nicht so final bleiben sollte. Also, ja, die Kurven sind schon relativ scharf, aber ich denke mal, es ist halt auch jetzt alles noch nicht ganz fertig. Es wird noch alles ein bisschen gebaut. Was jetzt tatsächlich hier wichtig ist, was ich bei meinem Berliner Tor nicht gemacht habe, ist, dass die Züge hier rechts an der Station vorbeifahren und auch relativ dicht hier an diesem Geländer entlang. Das habe ich mir auch mal in Real Life angeschaut, das war halt bei meinem Hamburg nicht ganz so. Aber natürlich, die ganze Station ist auch deutlich realistischer hier. Und zwar haben wir tatsächlich in der Schräge hier gebaut, das ist tatsächlich das erste Mal auf dem Server, glaube ich, dass wir hier eine schräge Station haben, beziehungsweise eine Station, die in der Kurve liegt, aus gutem Grund. Es ist nämlich unglaublich nervig zu bauen. Ja, man sieht es hier schon so ein bisschen, man kann quasi nichts einfügen, man muss quasi alles per Hand bauen, weil man den Neigungswinkel, ja, der ist ja immer anders. Also auch später, wenn man andere Stationen in der Kurve baut, das wird immer anders sein. Und man muss jetzt hier alle Blöcke dann einzeln bauen. Wir haben mittlerweile auch so ein Preset für die Bahnsteigkanten, dass die so ein bisschen gebogen sind. Das sieht auch ziemlich gut aus, am Berliner Hauptbahnhof haben wir das zum Beispiel. Kann ich euch auch kurz mal zeigen später. Aber ja, sonst ist es doch relativ aufwendig zu bauen. An sich haben wir einen ganz normalen Eingang, wir haben immer eine Überbrückung und kommen dann hier hinten runter. Die Treppe ist relativ schmal, liegt aber auch daran, dass sie halt hier so ein bisschen auch in der Diagonale gebaut ist. Und Diagonale in Minecraft ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer ein bisschen schwierig. Deswegen wirkt die jetzt hier so ein bisschen wie eine Rutsche fast schon. Und hier hinten, ja, endet sie einfach und ich denke mal, das wird dann später noch alles fertig gebaut. Und die einzige Linie, die momentan fährt, ist die S1 und die werden wir jetzt auch noch weiter verfolgen. Vorher möchte ich mir noch kurz das hier anschauen, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut vorher. Das ist nämlich ein Gebäude, ich weiß nicht genau, was es sein soll, muss ja irgendwas Wichtiges sein, sonst wird es, glaube ich, hier nicht gebaut werden. Und wir haben natürlich auch eine U-Bahn-Station, denn hier halten auch alle U-Bahn-Linien, außer die U1, glaube ich. Genau, haben wir gerade mal da gesehen gehabt. Auch wenn wir das alles nochmal in einem extra Video anschauen, kann ich es ja nochmal kurz hier einen Einblick geben. Wir haben, ja, ganz normale Bahnsteige und dann fahren jetzt später die U-Bahn. Gut, wer hätte es gedacht. Der folgende Abschnitt ist dann tatsächlich auch blind für mich, weil ich ihn noch nie war, auch vorher schon nicht. Also ich habe mir den Rest schon vorher mal angeschaut. Tim hat mir da auch einiges gezeigt. Da, ja gut, diese Strecke hier kenne ich auch schon, vor allen Dingen, weil sie, oh mein Gott, also da blutet, das blutet schon so ein bisschen hier, diese Strecke. Also ich bin zwar doch auch schon jemand, der das ein bisschen strenger sieht, so zu scharfe Kurven sollten bei mir nicht sein. Das ist ja auch schon so ein bisschen zum Meme geworden, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wenn das hier final bleibt, dann, das Gute ist, dass die U-Bahn etwas kleinere Wagen haben, deswegen sieht das hier nicht ganz so schlimm aus. Und auch dieser Abschnitt hier geht quasi noch, aber ich glaube, dieser Abschnitt, auch wenn er nicht befahren wird, das sieht schon ganz schön illegal aus. Aber machen wir jetzt weiter mit der S-Bahn. Ich werde nämlich einmal hier rum und da haben wir jetzt auch das andere Design, die 475, die ja, momentan auf der S5 fährt, beziehungsweise halt auch auf der S1. Ich glaube, nur die S3 hat momentan dieses neue Design.
Aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich mich der Raum jetzt auch nicht so auskenne. Hier sind wir an der Station Landwehr angekommen, die jetzt noch nicht fertig ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schnell überspringen. Das wusste ich jetzt auch noch gar nicht. Aber wir haben hier offensichtlich noch keine beendete Station. So, Planänderung. Ich habe jetzt einfach mal den ganzen Abschnitt bis Wandsbecker Chaussee mir angeschaut und gesehen, dass alle Stationen noch nicht fertiggestellt sind. Hier ist zum Beispiel die Station Hasselbrock und wir haben ja jetzt auch nur zwei Bahnsteige. Und das ist natürlich ein bisschen schade, deswegen hole ich das einfach wann anders nach, weil jetzt das alles zu zeigen macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Es werden noch einige andere Videos über Hamburg kommen, vor allem von der U-Bahn, aber auch bei der S-Bahn haben wir noch nicht alles gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal.